Neulich hatte ich ein Gespräch mit einem Studierenden, wo ich ihn fragte, werden Sie Ihre Programmieraufgabe schaffen? Das bezog sich dort auf ein Team. Kommen Sie zurecht? Und der Student sagte, wir werden unser Bestes geben. Daraufhin meinte ich nur, ich hoffe nicht. Ich habe eigentlich so gesagt, das ist Bullshit. Warum glaube ich das? Ein Beispiel. Wir gehen zusammen auf den Sportplatz und Sie laufen jetzt 1000 Meter. Und ich stoppe die Zeit daneben her. Sie laufen die Zeit, sagen wir, 4 Minuten 30, ist eine durchaus anständige Zeit, wenn man völlig untrainiert ist, und Sie werden ganz offensichtlich völlig fertig sein, nass geschwitzt, auf dem letzten Loch pfeifend ankommen. Sie haben allem einen Schein nach, und da gibt es gar nichts zu diskutieren, Ihr Bestes gegeben. Nur 4 Minuten 30 ist keine gute Leistung. Wenn ich also, nehmen wir an, in 2 Wochen, wenn Sie die Programmierarbeit abgeben sollen, wieder bildlich gesprochen, in der Metapher, wieder mit Ihnen zum Sportplatz gehe, gleiches Drama. Sie laufen 4 Minuten 30, Sie geben Ihr Bestes, Sie sind wieder fertig, am Ende, nass geschwitzt, völlig durch den Wind. Vielleicht sind Sie sogar 5 Minuten schneller, 5 Sekunden schneller gelaufen. Und Bestes gegeben? Was hat es genützt? Gar nichts. Ich hoffe, und das sollten Sie machen, Sie meinen mit dem, ich gebe das mein Bestes, Sie meinen vermutlich etwas ganz anderes, und das sollten Sie aber auch anders formulieren und anders zum Ausdruck bringen und anders strukturieren, weil das etwas mit Ihnen macht. Wenn Sie ein bestimmtes Ziel erreichen wollen, nehmen wir mal an 1000 Meter und wir würden sagen, eine Zeit 3:15 oder darunter ist eine sehr gute Leistung, 3:30 ist eine gute Leistung. 3:45 oder darunter, ne, diesen 15-Sekunden-Raum, ist dann befriedigend und so weiter. Sie müssten also mindestens 4 Minuten schnell sein. Dann haben Sie ein Ziel, eine Ausrichtung. Jetzt können Sie anfangen zu trainieren. Wenn Sie unter 3 Minuten laufen würden und daraufhin trainieren, wozu? Alles 3 Minuten 15 und darunter ist sehr gut. Also übertreiben Sie es nicht. Das ist einmal so eine Messlatte nach oben, dass man feststellen kann, ich muss auch nicht mehr tun als dieses. Aber was, wenn ich eine 3:15 laufen möchte oder knapp darunter? Wie oft muss ich in der Woche trainieren gehen? Muss ich vielleicht einige High-Intensity-Trainings dazu machen? Will ich nur knapp unter 4 Minuten laufen? Dann sieht mein Training völlig anders aus. Also das Beste geben ist völlig wischiwaschi, bringt nichts, ist psychologisch sich was schönreden. Wenn Sie an die Aufgabe rangehen, überlegen, was gilt es alles zu tun, wie planen wir, in dem Fall die studentische Gruppe, wie planen wir, wie verteilen wir die Aufgaben, wann soll was fertig sein, wer kümmert sich worum, welche Probleme sind bisher aufgetreten, wie kommunizieren wir miteinander, damit die Probleme schnell ausgeräumt werden können und so weiter und so fort. Dann haben Sie etwas gemacht, wo wir Spaß haben, wo Sie auch selber Spaß haben werden daran. Und alles andere, das Beste geben, ist nicht sehr, sehr effizient. In dem Sinne, seien Sie fleißig und geben Sie Ihr Bestes.